Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wir machen heute wieder PC-Building-Vlog. Wer es nicht kennt, ich baue da irgendwelche PCs zusammen und weil es da immer irgendwas zu erzählen gibt, weil irgendwas nicht passte oder sehr gut passte oder sonst irgendwas, kann das eventuell interessant sein, darüber zu berichten. Eventuell auch nicht, das werden wir sehen und das fängt schon gut an. Ich habe nämlich gestern mal wieder vergessen, den Gimbal auszumachen, also der hat so einen Standby-Modus. Und da ist das Teil jedes Mal leer und deswegen nehme ich jetzt auch diese Kamera. Weil du natürlich erst laden musst. Ich hätte gerne eine Kamera mit, also genau dich, nur mit einem größeren Sensor für die Hintergrundunschärfe, weil ne, so unaufgeräumt wie das hier immer ist, ist das glaube ich ganz gut, wenn man sowas hat. Das ist der einzige Grund natürlich. Nein, ist er nicht, aber ja, die Fujifilm-Kamera, die hat schon ein schöneres Bild, aber der Bildstabilisator da drin, der ist quasi nicht vorhanden und deswegen braucht man so einen Gimbal. Und da beginne ich am besten jetzt mal. Ich habe auch noch eine Aufnahme, die ist, weiß ich nicht, einen Monat alt oder sowas, irgendwas, was ich da noch festgestellt habe. Und dann mache ich das Eigentliche, was ich machen wollte, nämlich einen Case-Swap. Neben dem AK620 gibt es nun von Deepcool auch den AK400 CPU-Kühler käuflich zu erwerben. Das ist ein modern anmutender und hochwertiger Kühler, der eher auf den Budgetbereich abzielt. Trotzdem muss er sich mit seinen 4 Heatpipes und einer TDP von 220 Watt nicht verstecken. Ein Ryzen 5 kühlt er etwa auf mittlere 70 Grad bei Volllast. Der mitgelieferte Lüfter pustet durch verbaute Fluid Dynamic Lager, das sind übrigens die besten, überaus leise und überträgt dank angebrachter Gummis weniger Vibrationen. Links zum Kühler befinden sich wie immer in der Beschreibung. Ich weiß noch nicht, in welches Video ich das packe, aber das wollte ich unbedingt noch erzählt haben. Ich hatte ja vor ein paar Videos PC zusammengebaut und gezeigt, dass es auch möglich wäre, sich mit einem 3D-Drucker Adapter auszudrucken, damit man AMD-Kühler auch auf Intel-Plattformen verbauen kann. Dann habe ich später festgestellt, ja, mit dem einen Kühler hat das hier funktioniert, das ist der da, aber auch nur, weil hier genug Platz ist, dass sich quasi diese Teile bzw. die Heatpipes damit nicht beißen. So, und jetzt ist der PC wieder hier. Das habe ich gerade gesehen, vielleicht ist das auch nur beim Transport passiert, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der PC sonderlich lange arbeitet, wenn der Kühler hier so schief drin sitzt und die CPU nur ganz bisschen berührt. Trotzdem fällt auf, dass das Plastik hier verbogen wurde. Das darf nicht passieren. Das Plastik ist noch gerade, das wurde verbogen. Eventuell warm geworden, kann ich mir vorstellen, oder einfach nur über die Zeit verzogen. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall ersetzen an der Stelle. Das geht so mal gar nicht. Das ist verdammt gut, dass ich das gesehen habe. Deswegen sollte ich auch in dem passenden Video dann noch, ja, Anmerkung kannst du ja nicht dazu packen, aber noch in die Beschreibung schreiben, dass das keine vernünftige Lösung, oder eine vernünftige Lösung ist es eh nicht gewesen. Aber so möchte ich das auf jeden Fall nicht belassen. Da kommt ein anderer Kühler rein. Und das hier ist besagtes Gehäuse, was einen Case-Swap bekommen soll. Das Teil habe ich vor, lass mich lügen, 4, 5, 6 Monaten oder sowas mal zusammengebaut. Das Gehäuse habe ich von einem Zuschauer bekommen. Habe mir dann gedacht, ja geil, da kann man auf jeden Fall was einbauen. Wir haben kein Seitenpanel, wo man durchschauen kann, aber zumindest das. Und auch mit der Beleuchtung fand ich das jetzt gar nicht so hässlich. Laufwerke habe ich überhaupt eingebaut? Nö, habe ich nicht. Hier vorne noch wahrscheinlich Lüfter oder so. Dieses Teil hier habe ich repariert, da war nämlich so ein Plastikteil für abgebrochen und verbaut ist, ich glaube, eine SSD 250 GB, 2x500 GB HDD habe ich da drin verbaut, eine RX 580 8 GB, 16 GB Arbeitsspeicher und irgend so ein Intel Xeon, ich weiß gerade selber nicht mehr welcher das ist, auf jeden Fall konnte ich den vernünftig übertakten, das war tatsächlich so gewesen. Da habe ich diesen Kühler von einem Zuschauer bekommen und da war nur Befestigungsmaterial für Sockel 2011 dabei. Irgendwie so in der Art war das. Da habe ich gesagt, ja gut, dann kaufe ich halt ein Mainboard und eine CPU für den Sockel. Scheint ja nicht zu schaden, aber irgendwie doch. Ich meine, ich habe das Teil übertaktet. Wir haben bei Cinebench R15 irgendwie 1200 Punkte oder sowas gehabt. Können wir auch gleich nochmal nachschauen. Warum gehst du nicht an? Habe ich den hier vergessen? Ja, natürlich. Dann können wir ja schauen, ob der überhaupt jetzt noch so funktioniert. Kann ja sein, dass auch durch die Standzeit oder so. Irgendwas kann immer sein, ne? Und deswegen kommst du hier auf jeden Fall raus. Das Gehäuse verkaufe ich irgendwie für einen Zehner. Und wenn selbst das niemand haben möchte bei eBay, dann schmeiße ich es weg. Weil das hier so viel, also das ist echt ein Riesenteil, ne? Und ich mag das ja eigentlich auch wohl, aber wenn das dann niemand haben möchte, ist genauso wie Office-PCs, ist das irgendwann auch einfach nur noch Ballast. Und wie Sie sehen, funktioniert es natürlich dann wohl immer noch. 60, 50 Grad GPU, CPU, das ist in Ordnung. Und das ist ein Xeon E5 2680.
Das Teil hat 8 Kerne, 16 Threads. Und wie gesagt, kann ich eigentlich auch gleich mal testen oder zeigen. Wo habe ich denn meine schöne Festplatte hier? Ich habe ja immer so eine kleine USB-Festplatte rumfliegen, aber irgendwie ist sie gerade absent. Aber ich kann das Gehäuse noch einmal zeigen. Das habe ich irgendwann mal bei eBay Kleinanzeigen gekauft oder über eBay Kleinanzeigen besser gesagt. Dadurch, dass es jetzt rumstand, natürlich, und dass ich gerade versucht habe, den Staub abzuwischen, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen, muss ich dann nochmal sauber machen. Da soll das rein. Ja, werden wir sehen, wie es vom Airflow her passt. Aber wo ist die SSD? Aha, der Overclock ist weg. Warum auch immer. Ich meine, das habe ich auf jeden Fall getan, aber auch so haben wir 920 Punkte. Aber wenn man sich entscheiden kann, sollte man doch besser irgendeinen etwas älteren Ryzen nehmen, irgendwie Ryzen 5600 oder 2600. Also 1600 oder 2600, weil sonst Ryzen 5600, da fehlt ja die 5 vorher. Ne? Haben viele Leute missverstanden seinerzeit. Ich hoffe, du bist von innen zumindest nicht dreckig geworden. Oder staubig, besser gesagt, weil wer schon länger zuschaut, weiß ja, ich mache hier öfter mal was sauber. Und deswegen ist das hier eigentlich ein Staubraum. Und ich weiß nicht, ob mir irgend so ein Luftfilter hier wohl helfen würde. Also ich meine jetzt nicht irgend so ein riesengroßes Industrieteil, sondern einfach irgendwas, weiß nicht, was halb so groß ist wie der Drucker zum Beispiel. Oder, ne? Kann das helfen? Meint man das? Ich weiß es nicht. Ich fange mal an. Richtig kurios bei diesem Mainboard ist es, dass man, um ins BIOS zu kommen, um Einstellungen zu tätigen, tatsächlich diesen Knopf hier erst drücken muss und dann landet er auch automatisch im BIOS. Macht er jetzt vielleicht nicht, weil ich gerade Overclocking-Versuche betätigt habe. Oh, es hat tatsächlich neu gestartet. Hätte ich nicht gedacht. 4,4 GHz, das klar wahrscheinlich nicht. Aber wenn es jetzt da steht, dann ist das schon mal gut. Das war auch richtig so, dann speichern wir das. Und unter Windows würde ich gleich dann gerne irgendwas von mehr als 2,6 GHz sehen, oder? Das hat doch hier drauf funktioniert, oder? Ich habe es dann doch irgendwie zum Laufen bekommen. Irgendwie scheint mit dem BIOS irgendwas nicht hundertprozentig zu stimmen. Nachdem ich nämlich gerade die Spannung verändert habe, hat er dann doch auf einmal gesagt, dass 5 GHz nicht möglich wären. Warum fällt da irgendwas ohne mein Zutun um? Das hier ist der Tatort. Das Handy lag hier oben drauf. Die ganze Zeit. Mach was. Oder habe ich eine Nachricht gekriegt? Nö, irgendwie nicht. Aber ein Kommentar. Nee, war vor 4 Minuten. Kurios. Ich gucke gerade übrigens Videos mit einer ähnlichen Thematik. Also habe ich wieder was zu erzählen in diesem Video. Wunderschön. Und gerade eben ist noch sowas passiert, ne? Da liegt eine Wii U-Fernbedienung und eine Wii U zusammen mit ein paar Papieren, irgendwie Rechnung oder sowas, habe ich auf den Karton gestellt, der dort oben drauf lag. Einfach runtergefallen. Das lag hier 4-5 Stunden so rum. Das passiert hier richtig häufig, ohne Witz. Zu der Wii U habe ich übrigens auch schon mal was aufgenommen, aber das habt ihr nie gesehen, weil ich irgendwie nicht mehr wusste, wie ich weitermachen soll. Ja, und Kratzer waren eh schon super viele drauf, aber wie geht das? Also das liegt hier so und auf einmal fällt da was um. Weil ich kann es ja nur so hier reingestellt haben oder vielleicht auf der Ecke. Kurios. Kann sein, muss aber nicht. So, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, er hat die Spannungen automatisch, da war ja ein Preset im BIOS gewesen, dann mit übernommen. Ich habe gespeichert. Und dann habe ich ihm immer gesagt, ja, übertakte doch auf 5 GHz. Das stand dann im BIOS auch drin, ja, wir arbeiten mit 5, bla GHz. Unter Windows hatte dann aber nur bis erst 3,09 und dann bis 3,1 GHz angezeigt, dass er den Overclock übernimmt. Da habe ich mir gedacht, gut, erhöhen wir mal die Spannung um ein Müh. Dann ging gar nichts mehr. Der hat jedes Mal neu gestartet, mir gesagt, Overclocking failed. Da habe ich alles auf Standardeinstellungen zurückgesetzt. Also da standen auf jeden Fall Werte, wie sie Standard aussehen müssen. Die habe ich dann übernommen.
Und das Kuriose ist, als ich den PC zusammengebaut habe, habe ich ja gerade einen Cinebench-Test gemacht, da hatten wir, glaube ich, 940 Punkte. So, und jetzt haben wir 1070 mit den Standardwerten, die er vorher gehabt haben soll. Ich ändere jetzt im BIOS nichts mehr. Es läuft so. Ich werde den dann noch ein bisschen so laufen lassen, hier als Heizung heute Abend wahrscheinlich, damit ich weiß, dass hier alles funktioniert. Und ja, 1070 Punkte, vorher 940 oder so, das sind irgendwie 15% oder sowas oder 14% mehr Leistung. Das ist, glaube ich, schon mal in Ordnung. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem, dass der Gigabit-Netzwerkadapter nicht arbeiten möchte hier drin. Ich kann mal schauen, ob sich da was ändert, wenn ich den PC einfach mal neu starte. Danke. Ansonsten schaue ich einfach mal nach der Modellbezeichnung, die hier irgendwo draufstehen muss. Also wenn ich die Modellbezeichnung dann gefunden habe, dann suche ich dazu mal einen Treiber, lade den manuell runter, installiere den manuell. Aber die Hardware an sich scheint ja zu funktionieren, weil hier auch gerade die ganze Zeit was geblinkt hat. Also von daher. Aber ich musste ja irgendwie Windows drauf installiert haben mit Treibern und so weiter. Das ist komisch, dass das jetzt nicht funktioniert. Ob das mit dem Handy zu tun hat, was hier gerade umgefallen ist, vermag ich nicht zu sagen. Geister sind cool. Dann kommt da noch eine LED-Leiste rein. Zack und zack, die Teile vom Action, damit es noch ein bisschen mehr leuchtet. Diese Lüfter hier, die sind zwar beleuchtet, aber ich finde, so allzu hell auffällig sind die jetzt nicht. Und deswegen, ja, ne, ein bisschen Beleuchtung hilft immer. Ist doch schön, oder? Jetzt meckert er hier mit dem Speicherfehler rum, nachdem ich die Beleuchtung eingebaut habe. Und das macht mich jedes Mal wahnsinnig, wenn der immer in diesem Strobe-Modus startet. Aber da unten tanzt er ja auch vor sich hin mit den LEDs. Sieh's. Schön, dass der Zoom so weit geht übrigens. Ich habe also gerade mal einen neuen LAN-Treiber installiert, aber irgendwie war das System davon recht unbeeindruckt. Also nach der Installation direkt hat es dann funktioniert, nach Neustart dann wieder nicht. Und ich schätze da mal, nach einem weiteren Neustart hätte es dann wieder funktioniert. Ich mache es mir einfach, ich baue da einfach eine separate LAN-Karte ein, dann funktioniert das. Oder ich erwarte dann eigentlich, dass es funktioniert. Wollte ursprünglich diese hier nehmen, eben für PCI Express. Aber weil wir hier noch einen ganz normalen PCI-Slot haben, nehmen wir dann einfach diese Karte. Irgend so ein Intel-Teil. Ich schätze mal nicht, dass die allzu schlecht sind. Also da ist auch ein Intel-Chip drin. Vielleicht funktioniert der Treiber auch nicht vernünftig mit Windows 10. Das kann gut sein, weil als das Board rauskam, gab es, glaube ich, Windows 8. Man weiß es nicht. Vielleicht gibt es auch... Ich baue das Teil da ein, damit ich damit jetzt endlich fertig bin. Ihr hört es, ne? Also, ja, irgendwas scheint zu passieren oder auch nicht. Die Lüfter davon sind einmal aufgedreht. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht, also, ach, was ist denn los hier? Also ich wollte gerade den Gedanken fassen, meine Hand zu bewegen, um die Kamera zu holen und zu filmen und zu sagen, ja, die neue LAN-Karte ist jetzt drin, läuft out of the box und auch nach komplettem Neustart, komplett ausschalten, gibt es damit keine Probleme, so wie es eigentlich sein soll. Dann wollte ich noch sagen, dass die Schrauben, die hier dran waren, ein bisschen ekelig aussehen, weil tatsächlich hier hinten vom Vorbesitzer mal irgendwie Wasser oder irgendeine Flüssigkeit drin gelandet ist. Ich weiß nicht, ob hier vorne auch mal was drin war, ob ich das gezeigt habe, muss ich nochmal gucken, weiß ich nicht. Dann drehen auf einmal die Lüfter komplett auf und das Bild ist weg. Aber die HDD-LED war noch weiterhin an. Also ich schätze wirklich mal, weil ich gerade alle Schrauben hier einmal rausgenommen habe, die Grafikkarte bewegt habe, dass die nicht hundertprozentig richtig drin ist. Das können wir jetzt einmal überprüfen. Ansonsten wäre es ziemlich schade um die RX580. Dieses Verhalten habe ich nicht oft gesehen. Ich weiß eben nur, dass wenn die Lüfter auf einmal komplett aufdrehen, dass da... Ja, es passiert eigentlich, wenn man hier so ein Stromkabel rauszieht, ne? Ja, ist mit viel Arbeit verbunden. Alles Mist hier. Nach einem Neustart fiel mir auf, dass so Animationen hier nicht mehr allzu flüssig aussahen. Jetzt schaue ich in den Gerätmanager. Da steht dann das Gerät als deaktiviert drin. Normalerweise werden Geräte deaktiviert, wenn sie nicht richtig funktionieren. Wenn Sie das Gerät wiederverwenden möchten, klicken Sie auf Aktivieren, klicken Sie auf Weiter. Okay, dann dürfte es jetzt einmal... Oder es funktioniert aber immer noch nicht einwandfrei. Machen wir mal einen Neustart. Und natürlich, es ist wieder passiert. Das ist absolut kein gutes Omen. Aber was mich jetzt wirklich wundert, ich habe das System doch vorher getestet, wo du da eingebaut warst. Das hat funktioniert, da bin ich sehr, sehr, sehr sicher. Ansonsten hätte ich das nicht so gelassen und hätte mit Sicherheit schon unlängst ein Video darüber gemacht. Was eventuell sein kann, durch das Übertakten jetzt hier reicht das 550 Watt Netzteil nicht mehr aus.
Ja, das kann wohl sein, ne? Weil dieses Verhalten, dass die Lüfter voll aufdrehen, das kann tatsächlich auch daran liegen, dass eventuell nicht genug Energie da ist. Klingt komisch, ist aber so. Oder könnte so sein, ja. Dann werde ich wohl mal eben ein neues Netzteil besorgen. Und dann probieren wir das mal mit einem etwas stärkeren, was dann da eventuell auch rein sollte. Ich meine mich zu erinnern, sowas Ähnliches hatte ich schon mal gehabt. Mit einer AX580. Wobei man aber hier auch sagen muss, das siehst du ja auch. Dort haben, oder man sieht es nicht, dort haben wir zwei Anschlüsse für PC-Express Stromversorgung. Üblicherweise haben wir da einen 8-Pin. Wenn du auch noch ab Werk übertaktet bist, ne? Oder vielleicht einfach nur ein bisschen pingelig, dann kann das gut sein. Oder was noch viel einfacher ist, das rauszufinden. Erstmal wirst du jetzt wahrscheinlich wieder starten, dann sagen, ja, Gerät wurde deaktiviert. Dann kann ich ja mal nur die Grafikkarte auslasten, ohne die CPU auszulasten. Dann wissen wir das mit Sicherheit. Man könnte eventuell auch zu hohe Temperaturen für solch einen Ausfall verantwortlich machen. Aber das habe ich auch schon ausgemerzt. Nämlich vorhin, als das erste Mal die Lüfter aufgedreht sind, hatte ich MSI Afterburner nicht geöffnet. Und somit wurde nicht meine angepasste Lüftersteuerungskurve gewählt, sondern die, die standardmäßig auf dem BIOS der Karte aktiv ist, logischerweise. Und da sind wir, glaube ich, bei 55 Grad unter Vollauslastung. Nur dementsprechend ein bisschen lauter. Und hier werden wir uns dann wahrscheinlich bei 70, 72 Grad oder sowas einpendeln. Das wollte ich auch nur noch gesagt haben, falls mal solch ein Problem im Raum liegt. Aber ich meine sogar, ich hätte die Karte noch getestet, weil ich die irgendwann mal von einem Zuschauer bekommen habe. Die war defekt. Da habe ich sie reparieren lassen. Da wurde dann ein Bauteil getauscht und wieder festgeklebt. Also aufgelötet und dann Kleber drüber gepackt, damit es nicht nochmal abfällt, besser gesagt. Vielleicht kann das damit zusammenhängen, aber danach habe ich die Karte auf jeden Fall nochmal getestet. Deswegen müssen wir sehen. Hier ist es genau dasselbe. Das macht mich gerade sehr traurig. Warum? Ich habe noch eine andere RX580. Mit der testen wir das dann mal unter Vollauslastung. Ja, irgendwas ist mit dir auf jeden Fall nicht richtig. Du bist jetzt gerade abgeschmiert, wie man sehen kann. Willkommen. Da unten haben wir ein schönes Zeichen, was auch immer das bedeuten soll. Und ich habe gerade schon mal eine Aufnahme gemacht, habe mir gerade gedacht, ja, das wäre für ein Thumbnail, glaube ich, ganz passend. Das ist jetzt die zweite RX580, die ich habe und die macht hier drin auch Probleme. Ich muss dazu sagen, ich habe den PC gerade neu gestartet, der hat dann auch nicht gemeckert, auch nicht gesagt, dass das Gerät deaktiviert wurde. Der Treiber lief auch alles ganz in Ordnung. Dann habe ich einen Neustart gemacht, ohne den PC vorher auszuschalten. Und dann kam dieses schöne Bild, was wir gerade gesehen haben. Das war dann für 2-3 Minuten da. Dann gab es ein schwarzes Bild, dann das. Dann hat sich kurz was bewegt und dann nicht mehr. Also sind jetzt zwei Grafikkarten kaputt? Gibt es ein Problem mit dem Mainboard, weil das Mainboard defekt ist? Oder ist das Mainboard einfach zu alt? Ich meine, BIOS-Update habe ich ja schon gemacht. Sogar hypermanuell. Da habe ich mir so einen kleinen Flasher besorgt und hier und da. Ich meine, was soll das jetzt? Und ich hatte gerade gehofft, ne, während das jetzt nochmal durchläuft, kann ich hier ein bisschen aufräumen, weil ich auch gerade an die Grafikkarten nicht rangekommen bin, weil da 2-3 Kartons vorstehen und die wieder umgerückt und dann, ach ja, da wollte ich auch noch hin und hier und da. Ich würde fast vermuten, wenn ich den PC jetzt ausmache, den Reset-Knopf habe ich jetzt an die RGB-Beleuchtung dran gesetzt, damit man da das Farbschema ändern kann. Deswegen funktioniert das so nicht. Man sollte nicht davon ausgehen, den Reset-Knopf so oft zu gebrauchen, aber da haben wir auch einen, das stimmt tatsächlich. Das finde ich jetzt interessant, das will ich jetzt wissen. Ich glaube nämlich, jetzt gibt es absolut gar kein Problem. Du willst mich doch ernsthaft lüstern, oder? Genau dasselbe. Lüfter aufgedreht nach ein paar Minuten. Ich darf doch sehr bitten, oder? So, bevor ich jetzt damit noch irgendwas mache, ich hole mal wieder mein anderes Test-Setup, leg das da hin und pack da mal die RX580 drauf mit einem 1000-Watt-Netzteil. Obwohl, ja, Netzteil habe ich noch nicht ausgemerzt hier an der Stelle, ne? Ich meinte vorhin kurzzeitig, dass diese Kabel vielleicht ein bisschen warm sind. Die sind höchstens lauwarm, also das ist es, glaube ich, auch nicht, oder? Also, hier macht er das auch. Also, beziehungsweise nach einem Neustart. Und genau dasselbe wie bei dem anderen Board. Ja, dann sind beide Grafikkarten wohl in Dutt. Warum machst du jetzt ein schwarzes Bild? Kommt da noch was? Das hat doch gerade funktioniert. Wir hatten volle Auflösung gehabt und der Treiber war aktiv gewesen. Also gut, ich habe noch einen nachinstalliert, aber... Boah, du bist so ruhig, ne? Ich höre überhaupt nichts. Schöner Deepcool-Lüfter, ja. Das einzig Gute hierbei. Warum passiert da jetzt nichts mehr? Einmal Reset-Knopf gedrückt. Zack, haben wir ein vernünftiges Bild. Zumal ich gerade das hier ausmachen kann. Das hatten wir vorhin auch schon gehabt. Das war nur woanders. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe den PC jetzt gerade neu gestartet, ne? Hier geht er ja die Debug-LEDs durch. Ja, danke für diese Information.
der geht die Debug-LEDs durch und der hat das Bild nicht verändert. Und wenn ich jetzt einmal sage, alles aus und gleich wieder an, dann drehen sich einmal die Lüfter, kein Fehlerpieps und schätze ich mal auch normales Hochfahren? Ja, das gibt's ja nicht. Grafiktreiber ist aber auch nicht aktiv, sonst würde hier noch Standby-Modus stehen. Was sagt denn der Gerätemanager dazu? RX580, okay. Das scheint zumindest bis jetzt ohne Probleme zu laufen für 8 Sekunden. Ich warte dann nochmal die üblichen verdächtigen 5, 6, 7 Minuten ab. Irgendwas scheint da, ne? Oh Mann. Unfortunately sieht es für dich nicht so rosig aus. Die Karte hat tatsächlich irgendwas. Ich weiß nicht was, aber nach irgendwie 5, 6, 7 Minuten ist dann auch hier wieder der Lüfter aufgedreht und dann kam nichts mehr. Jetzt habe ich die Karte hier drauf gesetzt, die ja auch schon immer eigentlich funktioniert haben sollte. Wir sind jetzt knapp 20 Minuten dabei und die meckert nicht rum. Ich meine gerade aus dem Augenwinkel, während die Karte drauf saß, gesehen zu haben, dass wir hier vielleicht 80 FPS oder sowas haben. Und ich gehe immer auf die Einstellung vierfach und none, damit wir halt die meisten Frames pro Sekunde raushauen, damit die meiste Hitze erzeugt wird. Und dann habe ich gerade nochmal geschaut, aus welchem Video das kommt. Das kam aus diesem hier und da haben wir auch gesehen, dass die Karte, also ich habe die bekommen ohne Lüfter und Kühler. Oder der Kühler war dabei, aber irgendwie abgebrochen, angekokelt, was weiß ich. Und dann habe ich ja Lüfter dafür bestellt. Und die hat auf jeden Fall mal länger funktioniert. Deswegen frage ich mich gerade, was damit los ist. Ich habe das sogar als Video mal festgehalten, wie ich da neue Lüfter drauf gesetzt habe. Und da kam das Teil in der Antistatikfolie und zu den anderen Grafikkarten. Vielleicht haben die sich da gestritten, man weiß es nicht. Weil du jetzt hier länger läufst mit dem Netzteil, baue ich jetzt mal, oder ich schließe bei dem anderen PC-Gehäuse mal ein anderes Netzteil an, was dann eventuell da auch rein soll. Und dann lasse ich dich nochmal laufen, damit ich wirklich jetzt sicher gehen kann, damit da, dass da alles läuft. Wenn ihr mich fragt, ist das irgendwie nur ein Netzteilproblem geworden? Und hier weiß ich es wirklich nicht. Und es sind sogar zwei verschiedene Schrauben gegenüber, weil glaube ich nur zwei dabei waren. So, eine Stunde läufst du jetzt, eine Stunde 20 mit einer 89 Ti mit dem 550 Watt Netzteil, was sich da schon die ganze Zeit drin befunden hat. Also können wir wirklich davon ausgehen, ja, irgendwas ist mit dir. Ich meine, gut, hätte man auch vorher schon vermuten können, vor allem bei Grafikkarten, so ein bisschen Ausschlussverfahren oder sowas. Ja gut, wie lange habe ich jetzt da dran gesessen? Bestimmt 5-6 Stunden. Oder wirklich aktiv dran gesessen. Wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil zwischendurch konnte ich auch noch was anderes machen, wenn er hier getestet hat. Aber es ist mir absolut unverständlich, warum auf einmal beide Grafikkarten nicht mehr funktionieren. Als hätte der PC eventuell oder das Mainboard die Grafikkarten kaputt gemacht. Aber das kann ja gar nicht sein. Ja gut, dann überlege ich mir für dir mal, für dir, genau. Überlege ich mir für dich mal was. Das kann wieder weg, genauso wie das Netzteil und auch die andere Karte. Ich bin aber sowieso schon durch irgendwie heute, also Ich kann euch wirklich nicht sagen, was da schiefgelaufen ist. Zwei Grafikkarten, gleiches Modell, nicht vom gleichen Hersteller. Eine eingelagert, eine verbaut und einmal angeschaltet vielleicht zwischendurch. Beide kaputt. Und vorher als funktionstüchtig bekannt, verbaut oder eben eingelagert. Mir fehlen die Worte, ganz ehrlich. Also wenn ihr noch Ideen habt, was ich noch testen könnte, bis auf vielleicht schauen, ob es ein BIOS-Update für die Karte gibt. Aber die haben vorher funktioniert. Aber komisch ist, dass ich für den PC mit dem weißen Gehäuse, also das 8-Core-Gaming-Dings da, dass ich dachte, ich hätte da auch ein Benchmark-Video zu gemacht. Habe ich aber gar nicht. Aber das hat funktioniert, weil jeder PC, der hier zusammengebaut wird, der läuft mindestens eine Stunde unter Vollauslastung. Und dass er das jetzt nicht mehr tut, das beweist ja, dass irgendwas nicht mehr läuft. Und das ist super komisch. Also wenn man nach solch einem Problem bei Google sucht, dann kommen manche Leute auf die Idee, die Grafikkarte ein bisschen zu untertakten. Und das mag ja vielleicht auch funktionieren. Bei der RX570, die ich schon sehr viel länger in meinem Besitz habe, war es, glaube ich, irgendwie so eine Art Temperaturproblem, aber irgendwie auch nicht, weil die Temperaturen in Ordnung waren. Aber wenn die Karte kühler lief, dann lief sie länger als anderthalb Stunden, vielleicht mal zwei Stunden. Und das Ganze zu überprüfen und über Nacht und der Stromverbrauch und hier und da, das ist alles nichts. Also eigentlich sind die Karten so zumindest für mich wertlos, weil sie können nicht verkauft werden, ich kann sie nicht benutzen und ich müsste eh Garantie drauf geben. Und ja, ich schaue nochmal, ob ich jemanden finde, der sowas repariert. Ich kenne zwar jemanden, der dann aber meinte zu AMD-Karten, ah nee, ist nicht unbedingt mein Fachgebiet.
und dann jetzt nochmal da ordentlich Geld reinzuknallen. Du findest nichts. Es sagt jeder nur, ja, untertakte die Karte mal, woran es liegen könnte. Nach mir die Sintflut, ist egal. Oder ich habe zumindest nichts gefunden, sagen wir das ja mal so. Hätte ich das vorher gewusst mit der Grafikkarte, ne? Ich hätte den PC da eiskalt so stehen gelassen an dem Tag. Das habe ich schon länger vor mir hergeschoben irgendwie, aber das war ganz gut. Und das Kuriose war ja, der PC in dem weißen Gehäuse, ein halbes Jahr wollte den niemand haben. Zwischendurch Leute, die sich gemeldet haben, die wollten dann irgendwie nur 2/3 des Preises bezahlen, wo ich mir denke, nee. Oder nur die Grafikkarte daraus kaufen und ich baue ja keine PCs zusammen, nur damit sie dann ausgeschlachtet wieder verkauft werden können. Das versteht auch nicht jeder, das ist auch okay. Aber hätte dann jemand den PC oder die Grafikkarte gekauft, wäre es auch wieder zu Problemen gekommen. Früher oder später oder vielleicht auch nicht. Man weiß es ja nicht. Und das ist das Komische. Ich würde es gerne verstehen. Ich würde auch super gerne hingehen und sagen, okay, irgendwie Spannungswandler zum Beispiel, die einfach mal auf Verdacht tauschen oder sowas. Aber ich selber würde wahrscheinlich jetzt noch mit meinen Skills mehr kaputt machen, als dass es sich lohnen würde. Und jemand anderen müsste ich dann dafür wieder bezahlen. Und der würde mir auch einen Vogel zeigen, wenn ich dem dann sage, ja, tausch das mal auf Verdacht oder so. Ich weiß nicht, ob man sowas macht. Ich überlege mir da noch was. Ja, genau. Ja. Damit entlasse ich euch dann für diesen Tag. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr schönen Tag gehabt. Und ich hoffe, dass euch sowas nie widerfährt, dass ihr wisst, etwas funktioniert, es wird verbaut und dann ist es auf einmal kaputt. Das ist nämlich schrecklich. Vor allem, ja. Bis demnächst. Ciao.